Servus Leute, willkommen zu meinem Monatsrückblick November. Ja, er ist ein bisschen mau, dieser November. Ich weiß eigentlich warum. Ich hatte in der zweiten Hälfte schon ganz schön Stress und ich kam einfach schlicht und ergreifend nicht so dazu, zügig das Buch durchzulesen. Ich musste mir wirklich jede Minute erkämpfen, indem ich in dem tollen Buch weiter gelesen habe. Aber zuerst mal an den Monatsanfang. Ich habe vielleicht mein Video gesehen, ich habe House of Night erlöst gelesen. Ich finde, ein gebührender, wahnsinnig toller Abschluss dieser ultra langen Reihe. 12 Bände und noch etliche Spin-offs, Zusatzbände von PC Cast und Kirsten Cast, diesem Mutter-Tochter-Gespann. Ja, erschienen bei FJB. Und ja, absolut eine Empfehlung für die coole Vampirgeschichten, ja, außergewöhnliche Vampirgeschichten mögen. Ja, das war mein Monatshighlight. Und dann habe ich endlich mal Zeit gefunden, dieses Buch von meinem Sub runterzunehmen. Da ist es schon viel zu lange, aber ich bin irgendwie immer nicht dazu gekommen, dass ich es endlich mal lese. Da kamen immer wieder so tolle andere Bücher und jetzt habe ich mir gedacht, nein, ich muss es mir wirklich mal geben, den dritten und letzten Teil von Veronica Rossis Geborgen in unendlicher Weite, ja, so heißt es. Ja, ich lese euch das hinten mal ganz kurz vor. Zwei Welten, die trennen, eine Liebe, die nie eint. Hä? Was? Zwei Welten, die sie trennen. Eine Liebe, die sie eint. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Nachdem Reverie von einem Äthersturm ausgelöscht wurde, erwacht Arya schwer verletzt in einer Höhle. Perry ist unglücklich, dass Arya überlebt hat. Doch überglücklich. Meine Fresse. Dass Arya überlebt hat. Doch nach der langen Trennung scheint Unausgesprochenes zwischen ihnen zu stehen. Dennoch planen sie, gemeinsam zur blauen Stille aufzubrechen, um Perrys Stamm von den verheerenden Stürmen in Sicherheit zu bringen. Aber bald werden sie zum Spielball ihrer skrupellosen Widersacher. Denn um die Menschen zu retten, die sie lieben, lassen sich Arya und Perry auf einen Handel ein, den sie noch bitter bereuen werden. Ja, eine echt krasse Dystopie, diese Trilogie, wobei ja dieses hier im Oettinger Verlag für 1795 erschienene Buch der dritte und abschließende Teil davon ist. Und ich kann euch das hier nicht wirklich groß was erzählen, ohne hier zu spoilern. Es gibt irgendwie hat die Erde ihr Magnetfeld spielt verrückt und dann ist irgendwie sind Himmelsphänomene, Art Ätherstürme entstanden und haben so ziemlich die normale Zivilisation ausgelöscht. Es gibt Reverie, das ist so, wie sagt man da dazu? Biosphäre, ne? Eine oberirdische Biosphäre, nicht unterirdisch wie bei Nachtsonne, sondern oberirdisch.
und da leben die Menschen in, ja, in relativ gutes Leben in, mit Hightech. Nur außen gibt es eben auch die Outsider, die draußen ums nackte Überleben kämpfen, und die Erdestürme werden immer schlimmer und schlimmer, und ja, einige dieser Biosphären, da gibt es eben mehrere davon, versagen ihren Dienst, und ja, das Abenteuer von Aria, die aus ja, einer dieser Biosphären stammt und plötzlich durch ja, krasse Umstände sich eben in der realen Welt draußen in der Wildnis wiederfindet und dort eben Perry kennenlernt, der ihr beim Überleben hilft. Und ja, richtig krasse, tolle Geschichte auf jeden Fall. Und damit war es das schon in diesem Monat. Bitte eigentlich, echt bitte. Aber was soll man machen? Ich hoffe, der nächste Monat wird ein bisschen erfolgreicher und ich finde ein bisschen mehr Zeit wieder zum Lesen. Aber ihr kennt es ja, ja, was will man machen? Vielleicht schafft es ihr ja, ein bisschen mehr zu lesen. Würde mich freuen. Ciao.